one, two, three. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Ja, du bist dabei. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Ja, du bist dabei. Hey, du bist hier. Ich hab mich so auf dich gefreut. Gut schaust du aus. Hier. Ich hab gehofft, dass du heute kommst. Schwupp geht die Tür auf, tada, du bist da. Hey, hey, du bist dabei. Hey, hey, servus, grüß dich, hi. Hey, hey, bist du dabei? Hey, hey, servus, grüß dich, hi. Kinder, herzlich willkommen zu unserem ersten Kids-Gottesdienst im Jahr 2021. Mensch, jetzt haben wir schon 2021 und die Autos können immer noch nicht fliegen. Als ich Kind war, habe ich gedacht, spätestens jetzt müssten Autos fliegen können. Aber nein, wir gurken immer noch auf den Straßen rum. Hey, hallo Mathilda. Hallo Kinder. Na, wie hast denn du das neue Jahr gestartet? Ich war mit meiner Familie alleine, diesmal ohne Freunde. Es war so langweilig. Echt? Ja. Ja, wie, du warst alleine mit deiner Familie? Warst du einsam? Nein, das nicht. Aber die Freunde haben mir gefehlt. Okay. Und man durfte gar nicht böllern dieses Jahr? Nein, Raketen konnte ich auch nicht fliegen lassen. Tja, so ist das. Ja, und wir haben ja einen neuen Monat, den Januar, und natürlich ein neues Thema. Unser Thema ist Selbstbeherrschung. Was ist denn Selbstbeherrschung? Selbstbeherrschung ist, wenn ich etwas tue, weil ich weiß, dass es richtig ist, obwohl ich gar keine Lust habe, es eigentlich zu tun. Okay, und was machst du jetzt gerade? Ich baue eine Mauer. Warum eine Mauer? Das verstehe ich nicht. Um ein bisschen Spaß zu haben und sie jetzt wieder einzustürzen. Oh. Und was es mit der Mauer genau auf sich hat, das erkläre ich euch später. Und jetzt schauen wir uns erstmal unsere Tänze an. Und ihr dürft wieder mittanzen. Bis gleich. Make a make.
ich habe mal eine Frage. Ja? Was hat das eigentlich mit der Mauer zu tun? Tja, die Mauer hat was mit der Selbstbeherrschung zu tun. Wenn wir, weißt du, die Mauer, das sind unsere Werte. Und wenn wir die Selbstbeherrschung verlieren, dann bricht unsere Mauer ein. Das heißt, wenn die Werte von uns verloren gehen, dann bricht die Mauer ein. Ja, oder wenn wir dann in dem Moment nicht nach unseren Werten handeln können. Weil schau, auf den Bechern steht was drauf. Zum Beispiel Geduld. Oh, okay. Manchmal, dann sind wir ungeduldig und dann tun wir nicht so handeln, wie wir eigentlich könnten. Oder Respekt ist auch ein Wert. Gehorsam oder Weisheit ist ein wichtiger Wert. Vertrauen und die Ehrlichkeit. Ja, und wenn wir danach nicht handeln, eben dann bricht die Mauer ein. Aber das Gute ist, wir können ja immer wieder die Mauer auch aufbauen und dann wieder nach diesen Werten handeln. Okay, und diese Werte habe ich alles. Die hast du alle mal irgendwo in deinem Leben, haben deine Eltern dich so erzogen und deshalb handeln wir auch danach. Und weißt du, diesen Monat sind wir die ganze Zeit im Buch der Sprüche. Das ist ja die Bibel und da gibt es ein eigenes Buch, das heißt Sprüche. Das wurde vom König Salomo geschrieben. Das war ein sehr weiser Mann. Und der Vers, um den es heute geht in unserer Predigt, der steht in Sprüche 25, Vers 28. Und der heißt, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Das verstehe ich jetzt. Das ist ja genau wie mit unserer Mauer. Genau. Und früher hatten die Städte Stadtmauern. Dass wenn eine Gefahr kam, dann sind alle Menschen hinter die Stadtmauer gegangen und dann waren sie sicher vor den Angriffen. Echt? Und ja. Wo gibt es solche Stadtmauern? Ich habe noch nie eine gesehen. Noch nie? Nein. Ja, dann müssen wir mal den Heribert anrufen. Und der kann uns helfen? Ja, wir gucken mal. Wir fragen ihn, oder? Oh, das ist eine super Idee. Na dann, guck mal. Hier habe ich das Heribert Sobotski-Telefon. Nimmt der nicht ab? Ah, doch, der braucht ein bisschen, weißt du? Okay. Ja, bitte, Sobotski hier. Ja, hallo Heribert. Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, hallo, wünsche ich dir auch. Du, wir sind hier gerade so mitten im Kids-Gottesdienst und die Mathilda fragt gerade, wie eine Stadtmauer aussieht. Sie kann sich das gar nicht vorstellen. Kannst du uns ein Stück Stadtmauer zeigen? Wie, Stück Stadtmauer? Stadtmauer, wo haben wir denn Stadtmauer? Ja, okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Dann schick sie los, wir treffen uns an der Sparkasse. An der Sparkasse? Ja, an der Sparkasse. Okay, dann treffen du und Mathilda, ihr trefft euch an der Sparkasse. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Zeigt mir eine? Ja, zeigt dir eine, ja. Cool. An der Sparkasse? Da bin ich aber mal gespannt. Ich aber auch. Dann lassen wir uns mal überraschen. Wo ist sie denn jetzt bloß? Wir haben gesagt 11 Uhr. Es ist 11. Oh, das macht Spaß. Klettern ist so cool. Mathilda, dich hier zu sehen, wie schön. Ja, endlich habe ich dich gefunden. Ja. So, was wolltest du jetzt hier in der Stadt? Ich wollte die Mauer sehen. Was für eine Mauer? Ja, die Mauer, von der du mir erzählt hast. Ach, die Stadtmauer. Ja, genau die. Ja, du hängst dran. Die? Die ist ja langweilig. Ich dachte, die ist viel cooler. Du willst cooler? Ja, auf jeden Fall. Du kriegst cooler. Ja, dann lass gehen. Ja, dann komm jetzt. Ja, chill mal. Ich brauche ein bisschen länger. I'm walking, hear the name, I'm talking, but you and me. Komm jetzt!
Ich hab heute die kürzere Beine als du. I'm gonna run right by your side. For you pretty baby are evil. Now I'm walking. Yes indeed I'm talking. For you and me I'm hoping that you come back to me. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Da bist du ja endlich, Mathilda. Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Haben wir gesehen. So. Hast du eine Idee, wo wir jetzt sind? Nein. Also, das keine hier Ahnung. Ist ein alter Plan, wie die Mauer ganz früher mal aussah. Boah, das ist ja krass. Hm. So groß. So, und jetzt stehen wir im Moment hier an der Ecke. Hier? Ja. Und wo wollen wir vorhin? Da waren wir ungefähr. Ah, die Striche habe ich auf dem Boden gesehen. Ja, genau, da waren so ein paar Striche. Das sind halt Teile, wo die Mauer halt schon weg ist. Okay. Und das sieht hier irgendwie nicht aus wie eine Mauer. Das hier? Ja, das da ist ein Haus. Ja, das ist das längste Stück von der Mauer, die überhaupt noch steht. Okay. Und als die Mauer früher dann nicht mehr gebraucht wurde, dann haben sich irgendwelche Leute halt ein Haus drauf gebaut. Ja, das war ziemlich schlau. Ja, dann hatten sie schon eine Mauer, eine ganz feste Mauer. Ja, stimmt. Dann mussten sie weniger bauen. Du hast es gut erkannt. So, was willst du jetzt noch sehen, Mathilda? Ich würde gerne ganz nach unten, zu dem Rechteck. Hier hin? Ja, da unten. Okay. Na, dann müssen wir wieder ganz durch die Stadt durch. Ja, diesmal gebe ich mir Mühe, ein bisschen schneller zu sein. Das wäre schön. Ja. Also, los geht's. Ja. Ciao. Mathilda, komm jetzt bitte. Du wolltest Stadtmauer sehen. Ja, aber spielen wäre auch toll. Ja, kannst du nachher wieder. Jetzt komm. Okay, lass weitergehen. Mann, jetzt bin ich hier am Schluss und jetzt habe ich hier noch ein Stück Mauer gefunden und jetzt ist sie nicht da. Mathilda! Wo kommst du jetzt plötzlich her? Ich habe eine Abkürzung gemacht. Ja, toll, super. Ja. Wir nicht zusammengehen. Ja, einmal wollte ich schneller sein als du. Das hast du ja jetzt geschafft. Yes. So, also das hier ist jetzt noch ein Stück von diesem Rechteck, was wir eben auf dieser Tafel gesehen haben. Oh, das ist die schönste Stadtmauer. Ach, okay. Wenn du jetzt ein bisschen mal durch die Stadt läufst und mit offenen Augen guckst, dann sind hier in der Nähe sind also braune Striche auf dem Boden mit also andersfarbigen Steinen. Ah, da habe ich vorhin eins gesehen. Ja, da stand früher die Stadtmauer. Oh. Und das wurde irgendwann alles kaputt gemacht. Dann brauchten die Leute Steine dann für ihre eigenen Häuser. Und dann wissen halt die Reste. Also kann ich so nachvollziehen, wie die Stadtmauer war? Genau. Cool. So, und jetzt bringe ich dich zurück, okay? Da, wo wir angefangen haben. Wir sind nämlich fast einmal rumgelaufen. Oh, ja. Lass uns zum Anfang gehen. Zur Sparkasse. Ja. Dann los. Hey Mathilda, komm jetzt. Komm Mathilda, jetzt sind wir da. So, das ist wieder der Rest. Jetzt sind wir einmal rum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kinder. Thank you.
das war ein sehr interessanter Ausflug. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie so eine Stadtmauer früher aussah. Die war extremst wichtig. Und wir kommen nochmal zu unserem Vers. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Das heißt, Selbstbeherrschung hilft uns, dass wir erst nachdenken und dann die richtige Aktion auswählen. Und die gute Nachricht dabei ist, Gott möchte, dass wir Selbstbeherrschung lernen. Und er hat uns eine Hilfe dazu gegeben. Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir uns selbst beherrschen können. Weil der Heilige Geist hat halt auch ganz viele Früchte und viele der Früchte sind auch hier in unseren Werten drin. Und so steht es auch in unserem Monatsvers. Den wird euch jetzt kurz die Mathilde vorlesen. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Ja, so ist es. Und wenn ich das tue, was ich tun muss, dann schütze ich mich auch selbst. Weil du bist nämlich in Gefahr, wenn zum Beispiel dein Temperament mit dir durchgeht und du irgendetwas Unüberlegtes machst. Oder manchmal, wenn wir dann nicht so kontrollieren, was wir sagen, dann kann es passieren, dass wir einen anderen verletzen oder dass wir dann auch verletzt werden durch Worte. Und wenn wir unser Temperament im Griff haben, dann ist es gut. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir uns nicht im Griff haben und wir zum Beispiel zu viele Süßigkeiten essen oder wir zu viel Fernseh schauen. Gell, Mathilda? Isst du denn auch zu viel Süßigkeiten manchmal? Ein bisschen. Und wie sieht es mit Fernsehen aus? Auch ein bisschen. Ah, du meinst doch, du warst ein bisschen zu lang vorm Fernseher jetzt so bei den Feiertagen. Ein bisschen, viel vielleicht. Ja, dann sollte man vielleicht mal wieder rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen oder ein bisschen Sport treiben, ne? Oder mal wieder was spielen. Ja, ich versuche mich zu verändern. Genau, weil wenn man zu viel Fernsehen guckt und wenn man, dann kriegt man auch schlechte Laune und kann nicht die Bewegung bekommen, die man eigentlich braucht. Mhm. Ja, so ist das. Und dafür wollen wir Gott jetzt noch danken, dass wir uns selbst beherrschen dürfen und dass er uns dabei hilft. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist und ich danke dir, dass du ja, uns in deiner Bibel immer wieder die vielen guten Werte gibst, nach denen wir handeln dürfen. Hilf uns, dass wir nach diesen Werten auch handeln können und dass wir, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir kurz innehalten und nachdenken und dann uns den richtigen Weg überlegen, den wir nehmen können. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist und dass du uns stärkst und dass du uns führst, auch in diesem neuen Jahr. Amen. Amen. So, das war's schon. Komm, jetzt nehme ich dir mal kurz den Spruch ab, den stellen wir mal hier unten hin. Der wird uns ja den ganzen Monat noch begleiten. Dankeschön. Und dann sagen wir den Kindern mal Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Kinder, bis nächste Woche. Hallo. Ja, wir wollen heute mit euch was basteln und dafür brauchen wir vier Sachen. Wir brauchen ein Blatt. Ja. Strohhalm. Auch Strohhalme. Tesa. Klebeband und eine Schere. Ja. Eine Linkshänderschere für mich und eine Rechtshänderschere für Amri. Wir können jetzt mal kurz auf Pause klicken und dann könnt ihr mal die Sachen zusammensuchen. Dann können wir gleich zusammen basteln. Okay, dann habt ihr jetzt die Sachen alle da, nehme ich mal an. Du musst es erstmal zeigen. Was muss ich zeigen? Den Papierflieger. Nein. Okay, das ist. Ja. So, jetzt wollen wir an sich eigentlich einen Papierflieger bauen mit diesem Strohhalm. Dafür brauchen wir dann später die Karteikarten. Aber erstmal wollen wir gucken, wie fliegt denn dieses Ding so? Das heißt, ihr könnt jetzt das mal ein bisschen rumwerfen. So. Und? Amri? Und? Wie ist es geflogen? Schlecht. Nicht so gut, ne? Ist recht schnell abgestürzt. War irgendwie kein so stabiler Flug. War sehr unkontrolliert. Oder? Ja. Weil, wenn man jetzt noch etwas anderes dran machen würde, wie Flügel, dann würde es gehen. Genau. Also bauen wir uns jetzt ein Steuerungssystem. Dafür
brauchen wir jetzt hier diese Karteikarte. Also wir haben jetzt eine Karteikarte genommen, könnt auch einfach ein Stück festeres Papier nehmen. Genau. Da schneiden wir jetzt drei Streifen ab. Eins von Streifen sollte ungefähr so ein Daumen breit sein. Na? Könnt ihr es so abmessen, dann oder ein Stück man schneiden. Nimmt einfach, man macht so. Ich habe ja gerade meinen Daumen abgemessen. So, davon macht ihr jetzt drei Stück. So, und noch ein. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht so weit. Dann warten wir, bis alle so weit sind. Ich habe erst jetzt zwei. Genau. Dann nehmen wir uns als nächstes das Klebeband. Brauchen wir jetzt schon ein bisschen was? Ich bin noch nicht Falls fertig. Euer Klebeband fast leer sein sollte, schaut mal, ob ihr nochmal hier eine Rolle habt. Noch eine extra Rolle habt. Könnte notwendig werden. Ich bin gleich fertig. Nur noch diesen einen Streifen. So. Okay, gut. Dann müsst ihr jetzt einen Streifen nehmen und ihn zusammenkleben. Genau. So. Wir machen jetzt einen Ring aus einem von diesen Streifen. Genau. Das ihr ist dann ein Tesastreifen. So ein Ring. Dafür braucht ihr ein bisschen Teser. Das reicht. Genau. Und dann klebt ihr ihn zusammen. Ja. So, kleben wir jetzt erst einmal einen Ring. Oh, und ungefähr so. Genau. Und dann? Genau, hier jetzt haben wir einen Ring. Haben wir auch eins. Jetzt machen wir noch einen zweiten Ring. Ja, mit aber dafür brauchen wir die anderen beiden Streifen. Müsst ihr so machen, sie so aneinander halten und dann noch einen kleinen Teserstreifen. Genau, aber der Ring wird jetzt ein bisschen größer. Das heißt, wir nehmen die zwei Streifen und kleben sie so aneinander. Genau, das mache ich jetzt mal so, gleich. Das mache ich jetzt auch mal kurz. So, und dann erhaltet ihr so einen langen Streifen. Genau, und mit dem macht ihr das gleiche wie jetzt mit dem kleinen Ring. Macht den zu einem Ring. Jetzt ein großer Ring. Ja, das wird ein sehr großer Ring. Wo ist jetzt das hier? Das habe ich. Okay, das war nichts. Ja. Ja, jetzt müssen wir es ein bisschen komisch. Ah, jetzt habe ich. Naja, jetzt hat er einen kleinen Knick, aber ist ja nicht so doll. Ja, eine kleine Knick. Genau. So. So. Und klick. Und dann habt ihr so einen. Jetzt habt ihr zwei solche Ringe. Und das haben wir jetzt vorhin schon mal ein bisschen was gebastelt, die Amri und ich. Ja. Die macht jetzt so an diesem Strohhalm fest. Also, ihr nehmt den Strohhalm. Ihr habt auf der einen Seite vom Strohhalm, da klebt ihr das eine so ran. Mhm. Ja. So, ich mache einfach mal so. Genau, die Amri zeigt euch das. Ihr nehmt einfach einen und dann klebt ihr ihn hier hin. Und dann macht ihr ihn da rein. Und dann klebt ihr ihn einfach so fest. Und dann ist der eine schon befestigt. Genau. Der eine wird so reingeklebt. Jetzt kommt der zweite. Mhm. Der wird am anderen Ende befestigt. Ein anderen Streifen. Und ihr macht das gleiche wie beim kleinen Kreis. Dann macht ihr ihn da so rein. Und passt auf, dass es nicht, dass einer unten ist und einer oben. Weil dann kann der nicht so gut fliegen. Ja. Und jetzt kennt. Und jetzt zeigen wir euch, wie er fliegen kann. Ihr müsst so machen. Genau, jetzt werft ihr ihn. Wie bei einem Papierflieger. So wie ein Papierflieger. Und dann fliegt er ganz weit. Genau. Und er fliegt
Auf jeden Fall besser als jetzt vorher. Könnt ihr ein bisschen üben. Mit ein bisschen Übung fliegt er recht gut. Und wenn man es ganz lange macht, dann macht es auch Spaß. Ja, und der Amri macht es auch echt Spaß, so einen Flieger rumzufliegen. Ja. Also, wir haben sie jetzt gebastelt. Jetzt machen wir noch einen kleinen Flugtest mit denen. Genau, also wie ihr seht, so ein Steuerungssystem, das bringt auch bei dem Flieger was. Wisst ihr, wir haben auch selber so ein Steuerungssystem. Wir haben Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung ist auch für uns immer wieder ganz nützlich, wenn wir auch Dinge tun sollen, auf die wir irgendwie nicht ganz so arg Lust haben, aber die getan werden müssen. Dann brauchen wir auch Selbstbeherrschung, weil wir können nicht immer einfach nur das tun, was wir tun wollen, sondern manchmal müssen wir auch einfach das tun, was wir tun müssen. Das ist lieber, das ist für uns die Selbstbeherrschung, so wie das Steuerungssystem für den Flieger. Damit funktioniert es besser.